Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Kreisliga-Vlog. Topspiel. Wir spielen heute gegen Eppendorf. Wir stehen auf dem zweiten Platz, punktgleich mit Eppendorf, die auf dem dritten stehen. Nur die Tordifferenz unterscheidet uns und heute wird sich zeigen, wer den zweiten behält. Dann würde ich sagen, let's go. Ist wirklich ein heißes Spiel. Ich bin echt gespannt. Wir gehen jetzt in die Kabine und let's go. Falls ihr euch fragt, warum ich so fit aussehe, wir haben gerade 10 Uhr morgens. Das ist echt bodenlos. Ja, das Spiel ist um 11 Uhr, so ein Topspiel um 11 Uhr morgens. Geht eigentlich gar nicht, aber was willst du machen? So ist leider die Ansetzung. Übrigens, das ist hier der Platz. Ja, sieht eigentlich recht gut aus. Groß, würde ich sagen. Da sitzen die Zuschauer voll der Ringe, haben wir heute. Voll der Ringe hier. Und da ist unsere Mannschaft. Das ist die Kabine hier. Voll okay. Eppendorf steht heute auf dem Programm. Zweiter gegen Dritter, punktgleich. Ich glaube, dass wir im Moment einen absoluten Lauf haben. Wir haben aus den letzten 9 Spielen 25 von 27 möglichen Punkten geholt. Und ich gehe auch fest davon aus, dass uns das gelingen wird, hier heute weiter dran anzuknüpfen und so weiterzumachen, wie wir jetzt auch in die Rückrunde gestartet sind. Wir werden starten, Timo im Tor, wie immer. Innenverteidigung haben wir heute den Limbo dabei. Ja, das wird ganz, ganz wertvoll sein. Wir haben in dieser Saison ohne dich unfassbar viele Gegentore bekommen, weil uns auch an der einen oder anderen Stelle dann das Zweikampfverhalten, die Erfahrung oder auch dein Tempo gefehlt hat. Und ich glaube, das wird heute überragend funktionieren, dann auch in Kombi mit Alex zusammen da hinten im Zentrum. Auf der linken Verteidigerposition starten wir mit Ficht. Auf der rechten Verteidigerposition haben wir den Freddy dabei. Ja, schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier auszuhelfen. Auf der Doppel-6 haben wir dann Paul und Steffen. Auf den Flügeln im Mittelfeld Stetze und Focke. Vorne drin haben wir dann auf der 10er-Position Lefty mit dabei. Ich werde vor dir spielen. Ja. Das bedeutet 6 Mann auf der Bank, innerlich klar machen, ja, uns reicht es unentschieden heute nicht. Wir wollen die Partie gewinnen. Wir wollen auch den direkten Vergleich mit denen ausgleichen, dadurch, dass wir heute gewinnen. Dass wir da nicht hinterher irgendwie bei Punktgleichheit noch Probleme kriegen. Bifi, möchtest du noch ein paar Worte als Captain an die Mannschaft richten? Ich glaube, bei so Tagen braucht man gar nicht viel sagen. Jeder weiß, worum es heute geht. Wir haben noch eine Rechnung offen nach dem Hinspiel. Jeder weiß, was solche Spiele auslösen kann. Schuppi hat es gerade schon richtig gesagt, unterstützt euch, pusht euch bei jedem scheiß kleinen Zweikampf, den wir hier heute gewinnen. Pusht euch bis nach oben und dann wird es heute gar kein Zweifel geben, wer die 3 Punkte gewinnt. Ja, Freunde, ihr habt's gehört. Alles fürs Team. Let's go! Kickstein, was sagst du? Wie geht's heute aus? Ja, ich glaube, wir gewinnen heute. Top vorbereitet. Keiner lange raus gewesen. VfL hat verloren. Scheiße. Was sagst du dazu? Ja. Bitter, ne? Egal. Wie geht's heute aus hier? Wir gewinnen heute 6-0. 6-0. Oh, der hat was vor, der Junge. Ja. Sag Lefty! Lefty, mein Alter. Aufpressen! Kommt, Jungs, unser Ball, komm! Komm, Paul, deiner! Weiter Ball! Guter Ball! Zeit, Limbo! Ja, ja! Gute Ding, Dies! Hey! Kies! Ja! Gut so, Männer! Freddy ganz stark! Schieß! Ja! Ja! Oh, Freddy! Ja! Nein! Komm, Struppi! Geiler Ball, Schieß! Ja, nochmal rein! Oh. Ja! Ja, jawoll! Komm, Struppi! Ja! Jawoll! Alex! Sehr gut, Jungs, sehr gut! Ja! Kicksteif, wir brauchen Jubel von dir! Sauber, ja! Nein, er ist so toll! Schade! Ja! 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 Wer ist stark, Limbo? Sauber, Junge! Wer ist stark? Ja, Mann! Ja. Geil, Limbo! Wer ist stark, Limbo? Sehr stark! Ja! Ja! Schade, Männer! Gut so! Raus!
Ist jetzt alles Taco hier. Sehr stark. Gut Ficht. Erster Pico. Da ist Struppi. Wo ist der Blanc? Ja. Wenn wir die Zeit im Mittelfeld haben, spielt die Leute an, dann schon aufdrehen, ja, dann legen wir vielleicht direkt hier gleich das vierte nach und dann ist die Messe gelesen. Ja. Da müssen wir zusehen, dass wir jetzt gleich nach der Halbzeit weiter aggressiv sind und nicht so diese Spaziergänge antreten. Habe ich gerade vor allem in der Offensive festgestellt, wenn wir dann mal einen verloren haben, dann sind wir mit 3-4 Leuten spazieren gegangen und haben gedacht, die Jungs machen das schon. Das reicht heute nicht. Ja. Sofort wieder wie in der ersten halben Stunde. Packt die, seid in den Zweikämpfen griffig und dann passiert hier gar nichts. Hinten, auch gerade, wie das Tor entstanden ist. Im zweiten Team, knall das Ding weg. Nicht nochmal annehmen und gucken, kann ich nochmal jemanden anspielen, wenn es zu heiß wird hinten. Das gilt aber für alle auch in der Kette. Dann knallt das Ding raus. Weil das sind diese Situationen, wo die drauf heiß sind. Ja! Ja! Ganz stark, Lefty! Geiler Ball, Schruppeck! 10, 10, 10. So musst du rauskommen, Junge. Egal, Männer! Tico, gutes Ding, Junge! Schade, Männer! Komm mal einen zurück, bitte! Stark Ficht, Junge, stark. Schade, Marius, guter Ball. Komm, holt ihn euch. Durch, zieh. Oh, komm, Geh rein. Zeit, ja. Komm hin da. Starke Flanke, Niggemann. Ja! Ja, Freunde, war ein geiles Spiel. Das Topspiel haben wir 6-2 gewonnen. Wir sind jetzt auf jeden Fall Zweiter mit 3 Punkten Unterschied. Vielleicht auch Erster, wenn Kalter Hart heute Nachmittag verkackt. Das wäre natürlich geil. Dann Tabellenführer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal spätestens gegen Freiburg. Stadionblock, Bochum gegen Freiburg. Haut rein, bleibt gesund. Ciao, ciao.